Der Seelensammler. Sendbote Takunitots in der dritten Sphäre. Heptarch des Albtraumsplitters und neungehörnte Entität. Bruder von Golgari und Bishdariel. Wer versteckt sich unter der wallenden Kutte aus Schwarz und führt seit dem Sturz von Rassasur den düsteren Nekromantenrat in Wahrung und später in Eslamsbrück an? Die Geschichte des Seelensammlers beginnt im Jahre 550 vor Bosbarans Fall. Kurz nach der ersten Dämonenschlacht von Fraan Horas gegen die unzivilisierten Gareter ist der Nehraven das allererste Mal erwähnt. Die einzigartige Entität aus der Sphäre von Takunitot galt im Glauben der Bosbaraner zunächst als dritter Bruder von Golgari und Bishdariel, den Botenvögeln von Schlaf und Traum. In deren Kanon waren die drei Vögel noch keinem Gott Boron untergeordnet, sondern freie Wesen. Der neungehörnte, skelettierte Rabe existierte jedoch nur in der Albtraumwelt. In der dritten Sphäre ist er körperlos und wird in einen Menschen oder in ein Tier beschworen. Der erste datierte Patzer geschah Arokka, eine Schülerin von Fraan Horas dem Blutigen und Balfemor von Punin. Sie lud den mächtigen Dämon in ihren Körper ein und zog sich dann in die Gebeinhöhlen bei den Blutfällen zurück, wo sie auf ewig verschwand. Alles, was von der brillanten Frau bleibt, sind die sogenannten Arokka-Runen, die von den schwarzen Magiern immer noch benutzt werden. In den Jahren danach gibt es keine gesicherten Quellen zu weiteren Beschwörungen, geschweige denn der Kontrolle. In der Wege der Zauberei und Tractatus contra Demonis wird sehr allgemein von Hexen gesprochen, die ihn beschwören und zum Spaß in einen Raben als Tier sperren. Namentlich genannt wird allerdings keine. Im Abenteuer Hexennacht B22, was eine neue Profession, damals die Hexe, etabliert und vorstellt, soll der Nirave zum allerersten Mal beschworen werden. Anwesend sind die Anführerin der Gemeinschaft, Lucelin, welche später noch in einigen Abenteuern erwähnt wird. Ob dieses Abenteuer aktuell als kanonisch angesehen wird, beziehungsweise angesehen werden sollte, weiß ich nicht. Hier ist jedoch neben der Hütte mit den Hühnerbeinen auch die Rede vom vertrauten Tier Nirafen, einer bösen Hexe mit dem Namen Achaz. Hierbei handelt es sich nicht um einen normalen Raben mit einem Namen, sondern tatsächlich um diesen unbesiegbaren Dämon, der von Achaz in diesen Körper ihres vertrauten Tieres gebannt worden ist. Die Helden können den Raben allerdings töten und den Dämon zurück in die Niederhöllen schicken. 1019 nach Bosbarans Fall beschwört dann der Dämonologe Sulman Alvenisch von Fasar den Knochenraben. Dabei passiert jedoch ein Fehler und der Neungehörnte verdrängt seine Seele vollständig, schickt sie zurück in Tagunitots Reich. Der Niraven im Körper des mächtigen Magiers wandelt seit jeher in dieser Form auf Aventurien. Er besiegt die Amazonen in der Schlacht von Purkum, unterstützt zunächst Borberat, später dann Rassasur, den Auserwählten seiner Herrin Tagunitot. Als der untote Drache seinen Pakt lösen will und seine Herren betrügt, ist der Seelensammler da, als der Dämonensplitter, das Horn von Dyakol, im Jahr des Feuers bzw. in der Schlacht der drei Kaiser fällt. Mit neuer Macht ausgestattet, kann der Niraven den Splitter an sich binden und übernimmt die Herrschaft über die verbliebenen Nekromanten, die dem Rat in Wahrung und Eslamsbrück vorstehen. Lange Jahre nutzt er seinen Splitter nicht. Als die Rondra-Kirche unter Eila von Schattengrund Wahrung erobert, kann er nicht viel dagegen tun. Dies ist auch nachzulesen im Abenteuer Posaunenhall. Er zieht sich zurück nach Eslamsbrück zur 13-stufigen Pyramide und verbleibt dort, bis auch hier der Vorstoß des Mittelreichs ihn zum Handeln zwingt. Der Fokus des Seelensammlers fällt auf den Vorstand der Pereine-Kirche. Dieser ist als Nachfahre der myranischen Familie Phraisopos mit einem Ea Myr ausgestattet. Das dritte Auge ist in der Lage, den Dämonensplitter zu vernichten. Ebenso kann der neungehörte Niraven damit seine Ketten brechen und sich endgültig von Tagunitot lösen. Damit würde er ebenso wie Rassasur seine Herren verraten und als freier Dämon weiter existieren.
Dies zu verhindern ist die Aufgabe der Helden im Abenteuer Seelenernte A208. Die hochaufragende Gestalt des Seelensammlers ist zu dürr, als dass sich unter der schwarzen Kutte ein lebender Mensch befinden könnte. Keine seiner Bewegungen verursacht das geringste Geräusch, und er setzt seine schleppenden Schritte mit unerschütterlicher Würde eines Geweihten fort. Er ist vollständig verhüllt, nur selten gibt der zerschlissene Stoff Blick auf weiße Knochen frei. Sein Gesicht, wenn er denn eines besitzt, bleibt unsichtbar. Seine halb durchsichtigen Schwingen bestehen aus glänzenden, bizarr geformten Machtfäden, breiten sich viele Schritt weit aus und bewegen sich wie Tangfasern in einer unberechenbaren Strömung. Der Seelensammler reitet auf einem weißen Knochenpferd durch die schwarzen Lande, das sich ebenso lautlos wie er selbst bewegt. Er beherrscht quasi freizauberisch das Magnum Opus der Nekromantie, um binnen weniger Sekunden 12 mal 12 Untote zu erheben.